Hallo und herzlich willkommen zu unserer Easy Young Live-Sendung im Dezember. Wir streamen wieder einmal über YouTube. Gerne könnt ihr Kommentare, Wünsche und oder Kritik entweder auf unserer Facebook-Seite direkt oder unter dem Stream hinterlassen. Ja, das heutige Motto ist, wie ihr vielleicht an unserer Kleidung etwas erahnen könnt, Weihnachten. Und unsere heutigen Gäste sind die Tinshots, die später live für uns hier auf der Bühne performen werden. Außerdem haben wir seit langer Zeit mal wieder ein Studio-Quiz dabei, mehr dazu aber später von Bianca. Genau, denn jetzt erstmal zu den heutigen Beiträgen. In letzter Zeit waren wir natürlich wieder fleißig unterwegs für euch. Unter anderem gibt es einen Beitrag über Halloween in Schloss Thurn, über die Nürnberger Messe Consumenta. Der folgende Beitrag aber handelt von der langen Nacht der Wissenschaften, die Dennis, Timo und ich zusammen besucht haben. Viel Spaß und Clip ab! Wir sind heute hier zur langen Nacht der Wissenschaften und haben für euch mal vorbeigeschaut. Und ich würde sagen, kommt einfach mal mit! Ist das THW und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was macht ihr hier? Erklärt vielleicht auch ein bisschen, wer seid ihr? Ja, gerne, ja. Also wir sind heute tatsächlich das erste Mal bei der Langen Nacht der Wissenschaften mit dabei, vor Ort mit der THW Jugend und mit dem THW in Fürth. Und wir haben uns heute das Thema Kraft quasi zur Aufgabe gemacht, ein bisschen zu veranschaulichen und sind an verschiedenen Stationen an das Thema rangegangen. Das heißt, bei uns kann man heute live ein bisschen mal Hand anlegen und das Flaschenzugprinzip ausprobieren. Da zwei schwere Puppen reingehängt, die man mal ein bisschen hochziehen kann. Wir haben unsere Hebekissen, heißt das, sind mit Luft gefüllte Druckluftkissen im Einsatz. Da kann man mal probieren, den LKW damit anzuheben. Und wir haben unseren großen Radlader dabei, den man tatsächlich dann selber auch mit einem Joystick steuern kann und sein Geschick da unter Beweis stellen kann, genau. Wir sind jetzt hier an der nächsten Station der langen Nacht der Wissenschaften und die ist das Klinikum Fürth. Wir stehen jetzt hier gerade vor dem lebensechten Riesenmodell eines Auges und wollen uns jetzt den medizinischen Teil der langen Nacht der Wissenschaften hier mal anschauen. Einmal desinfizieren, zwei Fünftel verpressen, so lange rein, bis es kommt. Hier wurde es vergessen zu machen, einmal umdrehen und da schaut es perfekt aus. Also hier hätte man noch ein bisschen mehr an die Handgelenke gehen können, aber sonst schaut es gut aus. Was könnten Sie jetzt dann im Zweifelsfall hier erkennen? Wenn an der Hornhaut ein Schaden wäre, die Narben, wenn die Linse trüb wäre, dass man den grauen Star hat, oder wenn Sie Leberfleck hätten auf der Regenbogenhaut, das könnten wir hier erkennen, oder wenn Sie hier eine Entzündung hätten, dann wäre alles gerötet. Okay, aber das ist jetzt quasi normal. Das ist ein ganz normales, gesundes, junges Auge, schöne schwarze Pupille. Passt alles, ja. Super, dankeschön. Das war's von der langen Nacht der Wissenschaften. Wir hoffen, euch hat der Beitrag gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war mal wieder ein sehr cooler Dreh. Vor allem im Klinikum im Fürth gab es jede Menge zu entdecken, aber vielleicht schaut ihr es euch einfach nächstes Jahr selbst mal an. Aber jetzt von unseren Beiträgen direkt weiter zur Musik. Unsere heutigen Live-Acts. 4 Männer, 3 Hüte, 2 Songwriter, eine Band und 0 Problemo. Sie sind jetzt bei uns auf der Bühne, die Tinshots, mit ihrem ersten Song Friend of Mine. Viel Spaß! Thank you.
Dank für die musikalische Darbietung. Wir befinden uns ja jetzt schon seit ein paar Tagen in der Vorweihnachtszeit und da haben wir uns in der Redaktion gedacht, dass wir mal wieder ein Quiz machen, in dem Fall eben ein Weihnachtsquiz. Und dazu wird der Dennis gegen den Simon antreten und dann stehen wir jetzt mal kurz auf. So, okay, ich bin jetzt mal so der Quizmaster. Und die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Es gibt nämlich einen Buzzer und wir haben im Vorhinein 10 Fragen vorbereitet. Und es gibt aber nur eine richtige Antwort. Und wer zuerst die richtige Antwort errät und dabei den Buzzer betätigt, bekommt eben einen Punkt. Und wenn einer der beiden eine Frage falsch beantwortet, bekommt direkt der Gegner einen Punkt. Genau. Und derjenige, der den Punkt dann eben bekommt, darf den Gegner mit einem von uns vorbereiteten Dekoartikeln ja schmücken oder verunstalten. Und derjenige, der am Schluss dann mehr beschmückt ist, verliert sozusagen. Habt ihr noch Fragen? Soll ich das mal nehmen? Ja, okay, ich gehe mal hier hin. Also ich würde sagen, wir fangen mal an mit der ersten Frage. Am 6.12. feiern wir den Nikolaustag. Was war der heilige Nikolaus von Beruf? Es war ein Kaufmann, weil ich denke aus der Geschichte heraus, er hat ja seinen Mantel geteilt, das war schon die Story, und er hat einen roten Mantel und rot war immer so, war das Pelzermärtel oder keine Ahnung? Nikolaus.
Ansonsten würde ich es jetzt mal auflösen und sagen, keiner bekommt einen Punkt. Pfarrer war etwas näher dran, aber es war ein Bischof. Aber ja, naja, ich... Okay, also bisher leider niemand einen Punkt. Zur zweiten Frage. Zu Weihnachten gehören auch Lebkuchen. Was ist die Hauptzutat in Lebkuchen? Also ich weiß ein paar, aber ich wüsste gerade nicht, welcher an erster Stelle steht. Honig, Nüsse, Zucker. Nüsse. Ja, der erste Punkt. Nüsse ist richtig. Okay. 1-1? Okay, wir machen so. Ja. Okay, damit steht es jetzt 1-1. Und sehr schön. Okay, seid ihr bereit für die nächste Frage? Gut. Okay. Dieses Jahr ist die Zeit zwischen dem ersten Adventssonntag und dem Heiligen Abend besonders kurz. Wie viele Tage ist die maximale Adventszeit lang? Also nicht dieses Jahr, sondern wie lang kann sie maximal werden? Kann man berechnen. Der vierte Advent muss immer 18 Tage lang. 18 ist falsch, natürlich sind es 28. Damit bekommt der Simon einen Punkt. Der vierte Advent muss immer vor oder an Weihnachten liegen. Aber der Adventszeit geht, glaube ich, bis Weihnachten. Okay, damit darfst du ihn jetzt dekorieren. Okay, zur vierten Frage. Auch wenn man es in all dem Kommerz selten bemerkt, geht es beim Weihnachtsfest ja eigentlich um die Geburt von Jesus Christus. In welcher Stadt kam Jesus zur Welt? Bethlehem. Richtig. Damit ein Punkt für Simon. Und Simon geht damit deutlich in Führung. Gut, und schon kommen wir zur nächsten Frage, nämlich auch eine neue Kategorie hiermit. Kategorie Weihnachtslieder. Wie geht das folgende Lied weiter? Stille Nacht, heilige Nacht, alles... Nein, ich lese meinen Satz noch zu Ende. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Nur. Okay. Ja, das ist richtig. Es geht zwar noch weiter, aber nur ist damit, lassen wir gelten, würde ich sagen.
Für die, die es interessiert, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar. Ja, kann man so sagen. Gut. Okay, es geht weiter. Aus dem englischsprachigen Raum kommt die Tradition, einen Zweig in der Wohnung aufzuhängen. Und wenn zwei Menschen darunter stehen, müssen sie sich küssen. Von welcher Pflanze stammt der Zweig? Mistel? Ja, das ist wieder richtig. Simon ist deutlich besser. Also Dennis, du musst jetzt mal aufholen hier, ne? Okay, es geht weiter, ja? Die siebte Frage. Die kirchliche Weihnachtszeit endet traditionell am 6. Januar. Da feiert man das Fest der Heiligen Drei Könige. Wie heißen sie? Melchior, Kaspar und Balthasar. Richtig. Noch ein Punkt für Simon. Aus, wie ich das noch. Oha, krass. Finden soll. Das NATO-Draht, der ist richtig krass. Das funktioniert einfach gar nicht. Das reicht. Das reicht, okay. Ja. Das reicht. Gut, zur achten Frage. Eigentlich nicht, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem noch weiter. Okay, gerade in Ostdeutschland ist es üblich, in der Weihnachtszeit einen Märchenfilm anzuschauen. Dieser basiert auf einem Märchen der Gebrüder Grimm. Benannt ist dieser Film nach einigen Nüssen, die die Hauptfigur im Laufe der Geschichte erhält. Welcher Film ist gesucht? Aschenbrödel? Keine Ahnung. Ich würde sagen, das lassen wir gelten. 3 Nüsse für Aschenbrödel. Und damit der zweite Punkt. Genau, dekoriere ihn mal. Ist der Handschuh eigentlich auch gedacht zum Dekorieren? Die Handschuhe, soll man die auch irgendwie dekorieren? Komm mal her. Jetzt ist die schöne Dekokette abgefallen, ne? Von meinem Fuß, glaube ich. Darfst du wieder rummachen? Ja, danke. Mag ich so ein bisschen. So, zur neunten und jetzt vorletzten Frage. Die Swimming Classmen haben uns netterweise ihre neue Weihnachts-CD zur Verfügung gestellt. Ihr hört gleich ein Lied, Nummer 5. Welche zwei bekannten Weihnachtslieder wurden hier vermischt? Rudolph the Red-Nosed Reindeer und Jingle Bells. Richtig! Einen richtig coolen Stab. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ne? Kannst du dir den so in die Mütze stecken? So? Geht das? Sehr schön. So, und jetzt zu unserer allerletzten Frage im Weihnachtsquiz. Also strengt euch mal an jetzt.
Auch wenn mittlerweile belegt ist, dass die Erfindung des Weihnachtsmannes mit rotem Mantel, Rauschebart und dicken Bauch schon älter ist. So wird dieses Bild seit 1931 ganz besonders durch die Werbung einer Limonadenfirma geprägt. Welche war das? Wer war zuerst? Gleichzeitig? Ja, habe ich nicht mehr. Ich denke, es ist eindeutig. Also Coca-Cola. Richtig, Coca-Cola. So, okay, und damit ist ja jetzt auch irgendwie klar, du bist mehr verunstaltet und bist damit der Verlierer. Und du bist der Gewinner, Simon, ne? Das heißt, du bekommst von uns jetzt etwas überreicht. Und wir gratulieren dir mit dieser wunderschönen Krone zum Sieg. So, damit jetzt aber nun weiter zum nächsten Beitrag. Jährlich lockt sie hunderte tausende Besucher nach Nürnberg. Die Rede ist von der großen Messe Consumenta. Und auch wir haben uns das mal angeschaut. Timo, Julia und Max waren da und zeigen euch jetzt ihre Eindrücke. Viel Spaß. Hallo und ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer da draußen. Wir begrüßen euch heute aus der Messehalle in Nürnberg, wo die alljährliche Consumenta stattfindet und werden euch einen kleinen Überblick über die verschiedenen Hallen und Events geben, die hier veranstaltet werden. Die Consumenta ist Süddeutschlands größte und erfolgreichste Einkaufsmesse mit vielen verschiedenen Themenbereichen. So, da hätten wir zum Beispiel Halle 1, die unter dem Thema aus der Region geführt wird. Die bietet eben verschiedene Produkte und Spezialitäten aus dem Umfeld Nürnberg und Fürth an. Unter anderem ist auch der Fußballverein 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth zu sehen. Außerdem die Markthalle, die Nummer 4. Diese bietet eben verschiedene internationale und regionale Spezialitäten an. Natürlich gibt es hier auch sehr viele Stände, wo man gerne mal Essen ein bisschen probieren kann und sich gerne auch von Stand zu Stand weiter essen kann. Außerdem hat die Consumenta in Halle 5 auch einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt organisiert. In Halle 7a gibt es dann noch die Halle unter dem Thema Technik und Spiel. Dort sind verschiedene Drohnen und neue Techniken zu sehen. Es gibt zum Beispiel Brettspiele sowie Videospiele, aber auch eigene Erfindungen, wie zum Beispiel eine besondere Art Tennis zu spielen oder auch ein Bumerang-Flugzeug. Zuletzt waren wir noch in Halle 7 bei Smart Home und dazu haben wir für euch ein paar Interviews geführt. So, wir sind jetzt gerade hier im Bereich Smart Home und hier haben wir einen Verfechter dagegen. Was genau ist denn so Ihr Antrieb? Man muss sagen, ich gehöre noch zu den Menschen, die klassisch ihr Geld mit Einbrüchen verdienen. Und diese ganze Smart-Home-Geschichte mit aktiver, sie nennen es Einbruchprävention, ich sage es einfach nur Quatsch, sorgt dafür, dass uns ehrenwerten Verbrechern das Einkommen, die Existenzgrundlage entzogen wird. Und warum sucht man sich dann nicht irgendeinen anderen Job statt Einbrechen? Ich habe viele, viele, wirklich viele Jahre meines Lebens investiert, um diesen Job so professionell ausüben zu können, wie ich es jetzt mache. Ich finde, das Opfer, also mein potenzieller Kunde, hat ein Recht auf einen professionellen Einbruch. Und es ist nicht so leicht, jetzt einfach mal einen anderen Beruf zu finden, der mit seinen Einkommensmöglichkeiten und seiner Freiheit so viel bietet wie der Beruf des Einbrechers. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Gerne. So, wir sind jetzt immer noch im Bereich Smart Home. Und jetzt einmal ein paar Fragen an Sie. Was bieten Sie jetzt halt hier an?
Wir beraten vor allem, was Smart Home überhaupt ist und was möglich ist mit Smart Home und wie man verschiedene Systeme unter einen Hut bringen kann. Was haben Sie dann hier jetzt? Hier so ein großes Modell. Was genau veranschaulichen Sie denn? Ja, wie gesagt, wir haben hier von verschiedenen Herstellern die Funkschalter und Aktoren. Die Aktoren muss man in die Wand setzen, die dann praktisch die Lampe schalten. Und die Funkschalter kann man, die Batteriebetriebenen, dann einfach irgendwo aufkleben, um so an Stellen, wo sonst kein Schalter früher geplant war, einfach einen nachzurüsten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Heizkörperthermostat. Wenn wir da was Neues einstellen, dann kriegen wir eine Audio-Rückmeldung dazu. Heizung im Esszimmer eingeschaltet. Und in den verschiedenen Räumen können wir natürlich auch überall das Licht schalten oder auch das Ganze mit einer Fernbedienung komplett an- oder ausschalten und auch Szenen machen, dass zum Beispiel in verschiedenen Räumen einfach mal das Licht angeht, um zu simulieren, wie das aussehen würde in einem Haus, wenn Leute sich in verschiedenen Räumen aufhalten. Hört sich ja schon mal sehr gut an, aber dann noch zu den Kosten, weil das ist ja manchmal auch so ein bisschen ein Problemfaktor. Ja, das ist auch der große Vorteil, wenn man jetzt so ein Funksystem nachrüstet. Es ist natürlich nicht billig, aber man kann mit einem Raum anfangen, wo man dann zum Beispiel 400 Euro investiert. Da hat man dann zum Beispiel alle Lampen gesteuert, die Jalousien gesteuert und die Heizung gesteuert. Und wenn einem das dann gefällt, kann man nach und nach immer nachrüsten und muss dann immer nur kleinere Investitionen aufbringen und nicht auf einmal, wenn man zum Beispiel jetzt keinen X verbaut, auf einmal 40.000, 50.000 Euro, sondern nach und nach kann man das immer weiter ausrüsten. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Gerne. So, wir hoffen, euch hat der Beitrag gefallen. Das war unser Beitrag zur Consumenta 2017 und schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Ja, das sah auf jeden Fall mal interessant aus. Ich war auch dort, aber privat, und ich fand es auch sehr schön, aber auch wirklich voll. Jetzt geht es aber weiter mit unserem nächsten Musiktitel von unseren heutigen Gästen, den Tin Shots. Sie spielen nun The Story About the Cowboy and His Wife. Viel Spaß. Allein stay yellow and our neighbors stay shallow. That's the story about the cowboy and his wife. Cowboys are from Mars and cowgirls are from Jupiter. With every stupid cowboy comes a cowgirl that is stupider. They're dressing up like humans, just few can tell the difference. Cowboys have antennas. They're here to
neighbors stay a shallow. That's the story about the cowboy and his wife. Was the story about the cowboy and his wife, Part 2. So, wir kommen jetzt mal zu euch auf die Bühne. Ich verliere hier ein bisschen meine Deko, um euch ein paar Fragen zu stellen. Und ich würde mal mit dir anfangen. Und ich würde dich einfach mal fragen, wie ihr auf euren Künstlernamen, also Tinshots, gekommen seid. Nochmal kurz, ich habe die Frage nicht verstanden. Wie seid ihr auf euren Künstlernamen gekommen, also den Namen eurer Band? Das ist eine sehr lustige Geschichte, natürlich. Nee, der Linus und der Marco, da habe ich noch in Fürth gewohnt und die waren irgendwann mal auf einem Konzert und sind dann sturzbetrunken nach Hause gekommen. Und haben dann bei mir zu Hause nochmal vorbeigeschaut. Ich war schon im Schlafanzug und schon im Bett. Und haben gesagt, wir trinken jetzt noch ein Bier. Also nachdem sie 20 Mal geklingelt haben, haben sie gesagt, wir trinken noch ein Bier. Habe ich gesagt, ja cool, können wir machen. Wir haben nur noch ein Bier da. Und dann haben wir halt ein Bier getrunken aus Schnapsgläsern. Aus Zinn. Die hatte ich zu Hause noch von meiner Oma. Das sind die Tinshots. So war das. Vielen Dank. Also das müssen ja echt hier gute Freunde sein, ne? Du hast da was. Ich hab da was? Okay. Sind wirklich gute Freunde. Also, zur nächsten Frage. Seit wann macht ihr Musik und seit wann in dieser Viererkonstellation? Was? Nochmal. Seit wann ihr Musik macht? Und seit wann in dieser Viererkonstellation? Also die Geschichte, die der Philipp gerade erzählt hat, ist nur zum Teil wahr. Eigentlich geht es zurück 2004. Ja, 2004. Ich wollte schon immer eine Band machen, aber ich kann ja nur trommeln und da fehlt so ein bisschen die Melodie. Und dann dachte ich, ich brauche noch ein paar Musiker. Den Linus kannte ich schon lange, den Marco kannte ich im Prinzip, wir waren im Kindergarten zusammen. Da kenne ich den Marco schon ganz lange und dann haben wir eine Band gemacht, aber ein bisschen Klavier hat noch gefehlt. Philipp kannte ich auch aus dem Gymnasium, wollte auch Musik machen. Wir haben da ein bisschen Klavier zusammen geübt, Philipp und ich. Und dann irgendwann wurde es halt gut genug, dass er dann bei den Tinshots einsteigen konnte. Ja. Also du suchst quasi hier so die Leute aus und hast die Truppe zusammengesammelt. Ich schreibe auch die Lieder. Ach so. Ja. Aber es ist zwei Songwriter. Wer ist jetzt von euch der Sänger, nächste? Sänger. Ach, zwei Sänger. Ich kann aber nicht so gut singen und ich schreibe halt die Songs. Naja gut, dann darf sie jetzt mal weitermachen. Genau, ich mach mal weiter. Nämlich, welche Alben habt ihr denn schon rausgebracht oder welche Musik? Arbeitet ihr gerade an was? Wir haben jetzt 3 Alben schon rausgebracht. Emu Pie, Pie 2 und 3. Und dann haben wir gedacht, das nächste muss eigentlich, wenn man das dazu weiterdenkt, muss es eigentlich 4 heißen. Und ich wollte schon immer mal ein Konzeptalbum machen. Und dann haben wir gedacht, es macht eigentlich nur Sinn, wenn es über Angst geht. Und ich habe schon ganz viele Ängste gesammelt und ganz viele Angstlieder geschrieben. Da spielen wir dann nachher vielleicht auch noch eins. Und das wird dann 4 heißen und so im nächsten Jahr irgendwann erscheinen. Okay, ist also dann noch in Arbeit. Genau, also die meisten Lieder sind schon fertig, wir müssen es nur noch aufnehmen. So. Aber so seit dem Kindergarten haben wir uns nicht wirklich weiterentwickelt. So, aber die Lieder sind schon teilweise da entstanden. Okay, danke schön. Gut, dann komme ich jetzt mal zur nächsten Frage, nämlich bezüglich Auftritte, wo habt ihr denn eure nächsten Auftritte? Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Die Auftritte. Habt ihr demnächst Auftritte und wo werden die sein? Also wir haben tatsächlich in 2 Wochen wieder einen Auftritt in Babylon in Fürth für Acoustic Christmas, was die beste Veranstaltung ist des Jahres. Nach Young and Easy. Auf jeden Fall. Also das Akustik
at its best, ja, Musik von Musikern für Musiker mit Jam Session bis in die frühen Morgenstunden, und das ist also, da muss jeder hinkommen auf jeden Fall. 16.12. Acoustic Christmas in Babylon. Und der nächste große, wirklich große Auftritt, und das habe ich euch noch gar nicht erzählt, wir treten auf im Palace Hotel Ballroom in Chicago. Schon wieder? Am 1. März 2018. Hey! Ja, und das war schon immer unser Ziel, und wir haben es jetzt endlich geschafft. Und wir dürfen in die Fußstapfen treten von unseren größten Vorbildern, den Blues Brothers. Und wir freuen uns drauf. Jungs! Ja! Yeah! Okay, dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Interview. Genau, und zum Schluss werden wir euch ja dann noch ein letztes Mal hören. Wir kommen jetzt weg von der Musik und hin zu unserem für heute leider letzten Beitrag. Wir waren nämlich an Halloween unterwegs im Freizeitpark Schloss Thurn. Vielleicht kennen den einige unter euch. Dort wurde an Halloween eben undekoriert und es war echt richtig schön, aber das sieht man selbst. Beitrag ab. Wir sind heute hier in Schloss Thurn zum Halloween-Erlebnis. Tagsüber ist es hier für Kinder und abends für Erwachsene bzw. Jugendliche, also 16 plus. Und das haben wir uns heute mal angeschaut. Viel Spaß! Schon von unserem Schloss-Touren-Beitrag. Es hat uns sehr gut gefallen. Wir haben uns alles mal angeschaut, von den Horrorlabyrinths bis zu den Achterbahnen. Und ich würde sagen, uns hat es sehr gut gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, das war unser Halloween-Erlebnis im Freizeitpark Schloss-Touren. Vor allem die Horrorlabyrinths haben mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich denke, ich werde nächstes Jahr auch wieder hingehen. Damit kommen wir jetzt langsam aber schon zum Ende unserer Sendung und ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Genau, von uns auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit und natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest. Im Januar geht dann bei uns auch die Redaktion wieder weiter und ich hoffe, es haben ein paar Leute Lust, bei uns vorbeizuschauen, immer montags ab 17 Uhr im Connect hier. Ja, und damit sind wir auch schon endgültig am Ende unserer Sendung. Wir bedanken uns nochmal fürs Zuschauen und zum Abschluss hören wir jetzt nochmal unsere heutigen Gäste, die Tin Shots, um den Abend etwas ausklingen zu lassen. Bis zum nächsten Mal und hier sind sie mit ihrem Song Sinusilikaphobia.
drugs who are listening. Hey drugs, listen up. Yes, I'm talking to you, so better start listening, or just don't give a fuck. Here it comes, a tip from the pros. Believe us or not, so take it or leave it, or play with your nose, or give it a shot. See no silicophobia, alcoholics excuse. See no silicophobia, sounds better than I need booze. When your glass is empty, you have to be quick. Somewhere is always a glass you can lick. Then lick your way to the bar before you drink the ashtray. Shout the bartender right in the face. Hey, see. Glass ain't too small. Hey! See no silly cophobia. Make sure that he refill your glass. See no silly cophobia. Refill it will save your ass. Frohe Weihnachten.